whisky.de. Treffpunkt feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt feiner Geister. Und heute habe ich Ihnen eine Neuerscheinung mitgebracht, die ich gestern schon angedeutet hatte. Und zwar den Johnnie Walker Platinum mit 18 Jahren Alter. Boah, tolle Sache. Wo gab es denn das schon mal? Ja, sowas Ähnliches gab es schon mal. Und zwar den Johnnie Walker Gold mit 18 Jahren. Habe ich Ihnen hier ein Video eingeblendet. Und dieser Platinum soll also nun mit seinen 18 Jahren Alter die finanzielle Lücke zwischen dem Johnnie Walker Blue Label, den habe ich hier mal probiert, und dem neuen Johnnie Walker Gold Label Reserve, den habe ich hier gestern probiert, schließen. Ob er das kann, werden wir gleich sehen. Sie geben sich auf jeden Fall mal einen sehr, sehr hohen Anspruch. Die kommt also nicht nur mit einer normalen Umverpackung, sondern auch noch mit einer Schutzverpackung, die allerdings hier vollkommen ausgespart ist, dass man sieht, was auch da drin ist. Da steht schon drauf, Aged 18 Years Private Blend. Private Blend, 40%. Private Blend, was ist jetzt das? Und da hebt nun Johnnie Walker, wie kriege ich ihn denn da raus? Krass! Oho! Jetzt Donnerwetter. Und mit diesem Private Blend hebt Johnnie Walker auf eine alte Tradition ab, dass also die Master Blender hier, Jimmy Beveridge, früher Whiskys geblendet hatten, hergestellt hatten, nur für private Anlässe. Und diese privaten Anlässe waren also sehr, sehr begehrt, dass man da eingeladen wurde und dass man dort dann so einen dieser privaten Blends bekommen hat, serviert bekommen hat. Und hier haben wir nun Gold auf Platin, das ist schwer zu lesen, besonders hier in den blendenden Studioscheinwerfern. The Private Blend, also von den ersten Jahren an, und weiteren Generationen haben die Master Blender exklusive Whiskys für die Direktoren der Firma und für private Gatherings, also so private Zusammenkünfte, Feste, Partys, früher hieß das nicht Party, zusammengestellt, den man also nur mit wenigen geteilt hat und das auch nur zu speziellen Gelegenheiten. Das ist also dieser Private Blend und inspiriert von dieser Tradition. Jetzt nicht privat nur für mich oder für Sie, nee, also hier 100.000 Flaschen. Ne? Also das muss man jetzt mal ein bisschen relativieren. Und der ist also jetzt supremely rich, also sehr, sehr reich und mit vollem Geschmack 18 Jahre alt für spezielle Momente. So, sehr aufwendige Schachtel mit Kunststoffdeckel obendrauf und darauf legt Johnnie Walker nun besonders Wert, eine Flasche, die sich jetzt von den normalen Flaschen abhebt und zwar mit einem dicken Glasboden und auch abgeschrägten, nach unten breiter werdenden Phasen daran, dass der sich also toll packt, aber nach wie vor natürlich den Striding Man hier vorne unten drauf laufen hat. Den muss man doch hier sehen können. Da sieht man ihn. Jetzt sieht man ihn ganz gut. So. Was steht da hinten noch drauf? Please recycle. Ja. Gut. Zeit zum Probieren. Obwohl Premium und Preise bis knapp unter 80 Euro, ist der Korken doch ein nicht ganz natürliches Produkt, denn er ist ein Brüsselkorken, der also aus Korkbruchstücken zusammengesetzt ist. Das erscheint jetzt minderwertig, muss ich aber hier positiv loben, weil hier kann man dann praktisch ziemlich sicher ausschließen, dass so ein Korken zu korken anfängt, also diesen TCA-Geschmack aufweist und absondert
weil man hier dann die entsprechenden schlechteren befallenen Stellen halt rausschneiden kann und nur die guten Korkteile da hernimmt. Also auch hier große Auflage erkennt man daran, man möchte wenig Reklamationen haben. Es muss halt in der Masse laufen. Im Vergleich zu dem Gold Reserve, Gold Label Reserve, einen deutlich stärkeren, rauchigeren Anteil im Aroma und dazu ordentlich süß, ja. Und der riecht sich eigentlich schon wie ein Single Malt. Der riecht sich nicht mehr wie ein Blend. Der ist also zu kraftvoll, zu voluminös. Und da kann ich mir vorstellen, dass damals die Masterblender halt den extra Schuss Malt Whisky reingegeben haben, weil sie gesagt haben, das ist für einen Chef, der kriegt ein bisschen mehr. Schön. Dahinter kommt langsam die Vanille hoch. Und dazu einen ganz leichten, süßlichen Geschmack nach Orangen. Verbunden jetzt vielleicht mit süßem Karamell. Die Süße aus dem Karamell. Ja, schön. Ja, schön voll. Speichfluss setzt an den Backen ein. Kraftvoll. Und eine ganz leichte Eichennote von den 18 Jahren kommt mit, aber nicht wirklich bitter. Nee, schön intensiv, schön, ja, jetzt nicht zu intensiv, aber doch spürbar, bindet sich harmonisch ein. Jetzt wird es immer süßer, immer mehr Speichelfluss. Boah, schön. Ich glaube, das ist der erste Blend, den ich mir jetzt ein zweites Mal genehmige. Nee, schön. Toll, gefällt mir gut. Und dann steht auch hier der Pressemeldung drin. Am besten lässt sich der Johnny Walker, ich zitiere, Platinum Label pur oder on the rocks genießen, damit sich der runde Körper des Whiskys voll entfalten kann. Auch hier wieder, bitte tun Sie das nicht, nicht auf Eis, weil dann entfaltet sich der runde Körper nicht. Der Whisky macht zu, gibt keine Aromen mehr frei. Und dann können Sie auch einen Johnny Walker Red nehmen. Ja, das soll es gewesen sein. Schauen Sie bei uns im Shopsystem um. Wir müssten ihn eigentlich, der Anlauf ist immer ein bisschen holprig, aber wir müssten ihn eigentlich dann für längere Zeit doch haben, weil er ein, ja, jetzt nicht nur über ein Travel Value reinkommt in der Literflasche, sondern nein, das ist das Premium-Produkt für den Fachhandel. Den soll es längere Zeit geben. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.